Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei der Talkshow Kell. Heute der Gast ist der Robin Noster. Robin! Herzlichen Glückwunsch, toller Name der Sendung. Dem ist das sehr eingefallen, ist ja genial. Also, das ist, falls ihr ihn nicht kennt, das ist ein sehr berühmter, fast 5000 Abonnenten schwerer YouTuber. Er macht Videos mit Street-Comedy. Er verarscht quasi die Leute in der Innenstadt. Und oh, was macht er? Das ist ja unerhört. Ja, sein erfolgreichstes Video ist die von seinem Freund, von seinem Kumpel. Nicht wahr. Nein, erzähl doch erstmal was über dich. Wie kannst du denn auf die Idee, Videos zu machen? Heute hier, ich bin noch leicht erschöpft. Die ganzen Reporter und so, jetzt wo ich groß durchstarte und die Grubi ist echt anstrengend. Ich habe schwer zu leiden. Aber jetzt bin ich hier und was du wissen willst, das sage ich dir. Er ist hier, was er wissen will, das sagt er mir. So viel zur Börse. Also, dein erfolgreichstes Video ist ja die Public Penis Presentation. Gar nicht, das stimmt doch gar nicht. Wo dein Freund hinter einer Gruppe Russen, die die Tetris-Musik spielen, mit seinem Penis herumwackelt. Das Ganze ist zensiert. Das stimmt doch. Kannst du den Erfolg des Videos begründen? Ja, irgendein Ungar fand das lustig, auf einer ungarischen Seite das Video zu posten. Und dadurch hat es einen ganz schönen View-Boost bekommen. Ein View-Boost? Ja. Erläutere doch mal das Wort View-Boost. View-Boost, das ist ein sprunghafter Anstieg der Aufrufe des Videos. Man lernt nie aus, hä? So, noch was? Ja, wie kommst du denn auf die Videos zu machen überhaupt? Das ist überhaupt nicht das Erfolgreichste. Das ist total doof, das Video. Das beantwortet meine Frage. Ich wollte das nur nicht so im Raum stehen lassen, ja? So, was war die Frage? Ich hörte nicht zu. Wie kamst du denn auf die Idee, Videos zu machen? Ich kam nicht hier auf die Idee. Das hat sich halt so ergeben. Wie hat sich das ergeben, dass du Videos gemacht hast? Wir hatten eine Kamera und hatten Lust, Unsinn zu machen. Ah, und dann habt ihr den gleich gefilmt im Unsinn? Ja, da sind wir schabernacktreibend herumgezogen und haben... Durch die Innenstadt? Durch die Innenstadt. Wir wissen ja alle, dass du gleich an. Eine Menge weiblicher Fans hast, die... Wo wohnst du denn eigentlich? So. Mein Mückenstich ist... Alles cool. Wo du wohnst? Wo ich wohne, das ist ganz geheim. Also dürfen deine weiblichen Zuschauer nicht wissen, wo du wohnst? Oh, das kann ich nicht gebrauchen, ey. Die ganzen Frauen, schlimm. In welchem Bundesland darfst du das sagen? Irgendwo zwischen Thüringen und... Thüringen, ja. So, da in der Dreh. Da wollte ich wissen, jetzt kommt gerade eine Frage rein. Jetzt kommt bist du denn Single? Leider nicht. Leider nicht? Leider nicht, nee. Ich bin ganz glücklich vergeben, also an alle meine Groupies. Ja. Tut mir leid. Wer ist denn die Glückliche? Ihr müsst euch anstellen. Kennt man die? Ist die public? Die ist richtig public. Ja. Die ist extrem public. Und da möchte ich aber jetzt nicht drüber reden, weil das ist ganz privat und ich soll da nicht drüber reden. Das interessiert eh keinen. So. Hat keinen zu interessieren, meine ich. Was man neulich in den Medien sehr ist. Genau, ja. Finde ich auch. Zirkuliert ist scheiße. Zirkulativ. Zirkus. Es heißt ja. Mach den Zirkus. Deine in den Großmutter Medien, ja. Streitet sich mit einem Hotel um den Parkplatz. Um zwei Parkplätze. Ist es das? Ja, keine Ahnung. Wie kam ich angeschlossen? Ich vermute, der Parkplatz ist irgendwie dran schuld, aber ich bin da nicht ganz angeschlossen. Das ist die Notiz. Die sind so nebeneinander, die Parkplätze, und wahrscheinlich soll da ein Zaun hin oder so. Keine Ahnung. Ein Zaun um die Parkplätze? Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja Schwierigkeiten. Mehr als ich. Jetzt wollen wir mal nicht ablenken vom Thema, sondern über die Videos reden. Du skatest ja auch manchmal. Ja, auch das. Ja. Bist du dadurch, denkst du, dass dein Erfolg auch damit zusammenhängt? Natürlich, also ich bin so begabt, das hängt schon mit zusammen, ja. Es kursieren ja Bilder und Video, wo du über 5 Skateboards drüber springst. Oh, mindestens. Mindestens. Mhm. Und sonst so? Auch. Cool. Sonst mache ich das auch. Du bist prima vorbereitet. Da muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Ja, es ist verabschiede für mich. Für den Speichel auf dir. Das ist kein Speicher, das war Spaß. Ja. Wow, ist krass. Verabschiede mich.